Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 25. Jänner 2015 und dies ist die 8. Folge. Mein heutiger Gast ist Antonia. Und wir behandeln die 8. Folge von Cotton Ermittelt, die heißt So Long Cotton. Richtig. Und gleich einmal als Introduction für dich. Du kennst Cotton woher? Von meinem Vater. Okay. Bitte unserem Vater. Ja, also das ist das erste Mal, dass ich den Family Bonus rausgezogen habe und meine kleine Schwester ist Family dabei. Family Bonus! Yay! Blink, blink, ja. Glitzer, Glitzer. Also du kennst das auch vom Hannes. Ja. Wir haben aber nur insgesamt 6 Folgen gesehen. Ja. Also die erste bis zur 6. Folge. Mhm. Da der Bekannte von unserem Vater nur die ersten 6 Folgen hatte und oh, okay. Ich habe dann zu Weihnachten 2012 habe ich dann schließlich die komplette DVD-Box gekauft, gekriegt. Von der ich mir eben immer die DVDs ausborge, mit denen wir dann weiterschauen. Mhm. Ja, vielen Dank übrigens auf dem Wege, dass du The Recordening so aktiv unterstützt. Dankeschön. Und jetzt noch aktiver, indem du ein Gast bist. Yay! Yeah! Family Bonus! Glitzer, Glitzer! Und du musst auch du bist auch wichtig für den Schnitt, damit wir die Frauenquote aufrechterhalten. Ja, wow! Fühlst du dich nicht geehrt, dass du Teil der Quote bist? Ein bisschen, ein bisschen. Ja, und die Folge heißt eben So Long Cotton. Und sie beginnt gleich einmal mit einer actiongefüllten Introduction-Scene, wo zuerst die ganzen Charaktere da. Also zuallererst kommt natürlich ein Text, den du jetzt einmal vortragen möchtest. Genau. Warte, ich halte dir so hin. Alle unsere Filme sind Ausdruck einer heiteren und hellen Lebensanschauung. So ist dies ein fröhlicher, ja fast ausgelassener, aber zugleich ein warmherziger und inniger Film, der von Glück und Ungewöhnlichem handelt. Das aus dem Geist der Heimat gereifte Werk zeigt, wie ein reiches Maß von Ernst und Freude zum Aufbau eines zuversichtlichen Lebens gehört. Regisseur und Autor nach Diktat verhaftet. Genau. Super, das ist gleich einmal das Erste, was man sieht, nach dem ORF-ZDF-Mischlogo. Ja. Und dann fängt eben die Folge an, gleich mit einer Introduction, einer sehr actiongeladenen von den einzelnen Charakteren, die mitmachen. Und das Erste, was passiert, ist eben, dass es ein Stand-off gibt im Haus des Meeres, weil der Charakter, den ihr vielleicht aus der Folge aus der 6. Folge kennt, der nämlich der Oberbösewicht war in der 6. Folge, versucht wieder den Cotton im Haus des Meeres neben den Schildkröten zu erschießen, was ihm leider nicht gelingt, weil der Cotton gleich einmal den Finger in den Lauf der Pistole hineintut. Mit der anderen Hand schön entwatscht, ja. Und der geht dann depressiv einfach weg. Ja. Ja. Und dann da eben der Schremser spielt mit gegen den Billard. Ja. Wo er dann der Schremser gewinnt, weil er mit seiner Krücke spielt. Und er Krückenbillard spielt. Was natürlich einen wesentlichen Bonus ist gegenüber einem normalen. Krankenbonus! Ja, genau. Und dann eben fängt diese richtige Folge damit an, dass der Cotton, wie verhafte ich richtig, ein Kriminalband in 50 Bildern liest, in dem eben der Pilch, der eigentlich keine wirkliche, der ein Karrierepolizist ist und dadurch nicht wirklich irgendwie was mit der Straße zu tun hat, glaubt, auf der Straße. Ja, er ist kein Gangster, er war nie auf der Straße, so schaut er ja auch aus. Ja. Und eben. Naja, seine Fliegen, das ist das Einzige, was er bekennt. Ja, aber die sind ja auch, die hat er ja auch in der letzten Folge, diesen Obsession hat er auch sich entledigt. Leider. Ja, jetzt ist er nur noch ein Chef. Ja, und dann fängt der erste Mord an, aber er fängt vor dem Mord an, weil der Cotton das erste Mal innovativ für die Serie wird angerufen und ihm wird der Mord quasi vorgelegt im Sinne von es wird passieren und zwar im Jörger Bad. Ja, das kennen wir alle Wiener eigentlich. Muss jeder Wiener kennen. Ja. Das
Bad mit den grimmigsten Bademeistern. Ja, es ist immer noch das gleiche Bad wie vor Eben, 30 Jahren. eben. Das, nein, es Es ist sind die wirklich. gleichen Fliesen, es ist das gleiche, es sind die gleichen Kästen, es sind die gleichen Vampire, es sind die Die gleichen gleichen Vampire. Badekabinen, Es die sind die. gleichen extravaganten Leute, die komplett in weiß rumlaufen. Ja, genau. Eben dann eben Außer die. die Badehosen, die haben sich verändert. Ja, die haben sich ein bisschen verändert. Die gleichen Deutschen, die umeinander jammern. Ich bin Deutscher. Für alle deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, es tut uns schrecklich leid. Ja, Und was so. wir Österreicher machen uns gerne über Deutsche lustig. Ja, wie andersrum halt auch. Oh, wir sind ja nicht so. Ja, das nennt sich Nächstenliebe. Ich habe nichts zu frei. Jedenfalls, was passiert ist, dass im Jörgerbad Wasserball. Wasserfußball, Ball. Wie heißt das? Nein, Wasserhandball. Wasserrugby? Na, Handball. Handball. Wasserhandball gespielt Ja, wird. genau. Mit äußerstem Erfolg anscheinend. Ja. Da der Bademeister bzw. Schiedsrichter so ins Feuer, so motiviert ist, dass er Ja. ins Wasser fällt, Ja, wird genau. gerettet von Von allen anderen anderen. und der schmeißt sie dann sofort wieder zurück In ins Rage, dass sie Feld. nicht spielen, Ja, genau. was ihnen eigentlich Ja, einfällt. es war eine sehr, sehr seltsame Szene. Und um das mit dem Vampir vorher noch zu lösen. Der Kottan geht die Stiegen runter vom Jörgerbad und im Hintergrund ist ein Vampir, der gerade einem Opfer in den Nacken beißt. Er Zweimal. kommt nie wieder vor, der Vampir. Jeder ignoriert ihn. Es ist einfach nur. Also man hört hinten die erstickten Rufe, der war so. Ja. So in etwa. Genau. Ja, jedenfalls. Ah ja, genau, und richtig, der Song, der eben gespielt wird, ist nämlich Tradi nicht um, also der Kommissar geht um von Falco, was ein ideales Lied ist, Polizisten im Jörgerbad. weil der Falk, er geht ihm, begegnet noch dem Opfer kurz. Ja, ganz kurz, Ja. weil ja wieder unser obligatorischer Obdachloser, Ja. der immer die Leichen findet und Fast fast immer immer, fast die immer, Leichen findet, fast ja. immer, beziehungsweise live dabei ist beim Mord, Ja. fast immer. Ja. Also er trifft, beziehungsweise der Kottan geht aus dem Schwimmbad raus, kurz, um eine zu rauchen. Genau. Im Schwimmbad, Er hat schon angefangen im im Schwimmbad Schwimmbad zu zum Chicken. rauchen, Ja. geht raus, weil er halt von dem obligatorischen Deutschen, der überall rummeckt, meckert, einfach die Schnauze voll hat. Ja. Und dann Aber er ist trifft auch ein Gustl. er, das Aber stimmt. das ist der Kot dann immer. Ja, Also. das ist nichts Neues. Ja. Naja, auf jeden Fall, dort trifft er halt unseren obligatorischen Obdachlosen Genau. und halt eben auf der Stiege. Und genau in dem Moment kommt halt Das unser, Opfer. das Opfer, das halt, wo wir noch nicht wissen, dass es das Opfer ist, vorbei. Und es ist schon vom ersten Blick aus, sieht man, dass es ein Mann ist, verkleidet als Als ein Frau, Frau, ja. weil die kleinen, schönen, ausgestopften Brüste ausschauen, als wären es Ja, Taschentücher nein, verkauft. und der Vollbart. Ja. Also der Schnauze, Und die schlecht sitzende Brücke, Perücke. ja. Es waren mehrere Indizien, die gezeigt haben, dass das sich da um einen Mann handelt. Jedenfalls, der Mann, er und die Frau unterhalten sich, also der Obdachlose und er unterhalten sich dann, das Opfer unterhalten Ja. sich dann noch kurzfristig und dann läuft ein Mann vorbei. Oder Und ein Schatten ein läuft, Schatten. ja, und dann fällt die Dame um, die Dame, der Herr, Daher, fällt, der Herr, beides. beides fällt um, Die mit, Stiegen hinab, und die Stiegen hinab die bei drei ihnen stiegen Jörgerbartstiegen. und liegt dann mit dem Gesicht am Boden mit einem Messer im Rücken. Brücken, ja, und ist erstochen Und worden. Ja, tot. genau, das war der erste Mord. Schnell und schmerzlos, Ja. ja. Unsere lieben Kommissare finden das nach 2 Minuten Spielzeit erst heraus Ja. und werden dann auch wieder von unseren unfähigen Polizisten gleich wieder angeschnauzt, Ja, dass sie ja nicht die unser Polizisten. Ja, Tohu dann genau, und der Kottan ist ja wieder mal so, das habe ich ja gewusst, dass man mich wieder nicht als Polizisten erkennt. Deswegen. Ah ja, bitte entschuldigt die Hintergrundgeräusche. Das Rauschen kommt von der Therme, neben der wir aufnehmen. Wir haben leider das Tonstudio streichen müssen und nehmen jetzt in einen Boilerroom auf. Der sich Küche nennt. Ja, genau, richtig. Also, Naja. es tut mir leid für die kurzfristigen Soundeffekte. Ja, und der Cotton hat ja seine Marke, seine Dienstmarke ja auch diesmal im Mund drin. Ja, So. und spuckt sie aus. Ja, um zu zeigen, dass er eben
Ja, das war eben der erste kommt so. Mord. Ja. Der zweite Mord geschieht dann kurz danach, nach einen Tag später, glaube ich. Jedenfalls wird der Kottern, der Kottern wird wieder gemeldet, dem wird wieder gemeldet, dass eine, diesmal beim ORF, genau, während den Nachrichten jemand umkommt, um 22 Uhr. Genau. Ja. Aber erst der Mörder sagt ihm, er möchte es dem Kottern leichter machen. Deswegen hat er ihm gesagt, dass es eben näher ist und solche Sachen. Was auch gut funktioniert, weil sie haben überall Polizisten, so sehr sogar, dass der Schrammel sich vor die Kamera wirft, kurzfristig. Es ist alles okay. Ja, genau. Während der Sendezeit. Genau. Während der Sendezeit schon. Und dann wird eben die, wie heißt sie? Bernhard? Bernhard heißt sie mit Nachnamen. Ja, nennen wir sie Bernhard. Frau Bernhard. Die Frau Bernhard stirbt dann eben ohne, während sie moderiert, so, falls sie, fällt sie bewusstlos aber, weil, auf den Tisch. Vor allem das undramatischste Sterbegesicht überhaupt so. Oh nein! Ich werde gerade ermordet. Ich spiele das hier jetzt. Ja, hallo, ich bin ein Schauspieler. Ich bin eine Schauspielerin. Tut mir leid, Ich habe eine Ausbildung genossen. Ich spiele das hier gerade. Ja, genau. Und dann regt sich natürlich unser lieber Herr Nachrichtensprecher auf. Überall Polizisten, aber kein Rotz da. Ja, genau. Jedenfalls wird weggeschalten zu gleich einmal ein paar falschen Sendern. Ja, genau. Wir bedauern schlussendlich. Ja, zuerst Eurovision. Dann das richtige Standbild. Wir bedauern mit einem kleinen Todeskreuz. Also, du meinst einfach verstorbenen Kreuz. Ja, genau. Yeah. Ja, also das ist der zweite, wo sie dann herausfinden, nachdem sie ihre Wohnung durchsuchen, dass zwei Fotos sich überschneiden von dem ersten und dem zweiten Mörder, von einem lange vergangenen Silvester. Nicht Mörder, sondern Opfer. Opfer, ja, sorry. Ja, aber auch Mörder. Ja, das. Ja, gespoilert wird hier. Okay, ja. Das ist kein Problem. Und dann jedenfalls versuchen sie die restlichen Mitglieder, die auf diesem Foto oben sind, weil es scheint ein Skihüttenfoto zu sein, ausfindig zu machen, was dann auch klappt, indem sich nämlich einfach einer von denen meldet bei ihm. Mhm. Und das ist nämlich ein Verkäufer von einem Knopfgeschäft. Besitzer und Verkäufer eines Knopfgeschäfts in den Stadtbahnbögen. Ein Konzept, das mir heutzutage absolut fremd ist. Weil erstens Knopfläden gibt es nicht mehr wirklich. Es gibt vielleicht noch ein, Nähläden. Zwei. Es gibt Nähläden, die Knöpfe verkaufen. Genau, davon gibt es einige noch, aber wirklich reine Knopfläden gibt es praktisch nicht mehr. Ich glaube, es gibt ein oder zwei in ganz Wien. Ja, ich war mal in einem. Sie haben erstaunlich viele Knöpfe. No shit, Sherlock. Und das zweite war dann eben, dass es in den Stadtbahnbögen etwas anderes gibt, außer Clubs. Und so Knopfgeschäfte. Ja, das war mir auch etwas, also außer heutzutage, das Einzige, was es meiner Meinung nach in Stadtbahnbögen gibt, sind Burgerläden, Kebabstände. Naja, Mäcki gibt es ja auch noch, ein McDonald's. Ja, McDonald's. Ja, aber das gehört irgendwie zu dem Reststätten. Ja, es gehört zu dem, was man beim Fortgehen halt braucht. Ja. Clubs und Cafés, ja, das war's. Aber nicht mehr normale Läden. Es ist nicht mehr so, oh, ich könnte jetzt in einen H&M quasi in den Stadtbahnbögen reingehen. Das gibt's einfach nicht mehr. Obwohl, das würde sehr viele Leute sich anziehen, dieses Ambiente unterm Stadtbahnbogen. Warte, hast du gerade gesagt, dass der H&M anziehend ist? Das war unabsichtlich. nein, vollkommen in Ordnung. Puns, please. Puns. Ja. Das ist eben der zweite Mord und dann kommen sie eben drauf, dass es noch einen vierten Typen gibt, zu dem sie zu seinem reichen Haus gehen, wo sie dann einen Typen, den Schrammel, davor stellen. Als Türsteher, völlig ineffizient ist. Ja, aber es ist der Schrammel, aber er toppt das wieder einmal, indem er sich das Auto anschaut. Aber es muss man dazu sagen, es ist ein sehr schicker Rolls-Royce, ein alter Rolls-Royce-Limousine. Aber es entschuldigt das nicht. Ja, jedenfalls stiehlt sich der Typ aus dem Reiche. Also das nächste potenzielle Opfer, das der Mörder ankündigt. Ja, stiehlt sich davon. Weil er Medizin haben will. Und Medizin ist auf gut Deutsch in dem Fall Alkohol aus einem Flachmann. Und dann wird er auch prompt erschossen.
in der Nähe vom Knopfladen. Ja. Nämlich. Auch unter genau. den Stadtbahnhöfen. Und dann eben... Wieder von unserem obligatorischen Obdachlosen gefunden. Und da kommt das Beste überhaupt, nämlich das... Es gibt eine Zeitlupenszene. Ja, genau. Wo er schreit, während er die Leiche findet. Sirenensignale. Die immer um 12 Uhr Samstag sind. Ja, genau. Hört. Im Land normalerweise. Nein, in Wien auch. Ja, aber in Wien ist es zweimal im Jahr. Ja, eben. Aber im Land ist es ja jeden Samstag. Das ist, für die das nicht kennen, das ist die Sirene soll normalerweise, wird die für Luftangriffe. Ja, beziehungsweise in Katastrophen. Katastrophe, also wenn das Atomkraft Temelin in die Luft fliegen sollte. Dann wird ein Warnsignal ausgestoßen werden mit diesen Hörnern. Ja, für die Leute, die noch in die Schule gegangen sind oder gegehen werden noch. Gegehen werden noch? Also du meinst, die werden alle gezwungen, indem sie gegehen werden? Ja, genau. Okay, gut, ja. Die werden das, dieses... Schöne Verwendung von... schrillen können, ja. Wenn Feueralarm ist. So in etwa klingt das. Mhm. Genau. Und das war einfach eine perfekte Überschneidung von den beiden, weil es kam so vor, als würde die Sirene das Geräusch aus seinem Mund hinauskommen und das war in Zeitlupe aufgenommen. Ja. War eine exzellente Verwendung von Filmmaterial. Auf jeden Fall. Ja. Und dann wird eben herausgefunden, dass also der Verdächtige, den man dann glaubt zu haben, ist nämlich der Sohn von dem den sie beim Silvesterspielen ausgenommen haben. Genau, richtig. Nussbaumer. Den Nussbaum. Sohn vom Nussbaumer. Ja, der sich eben umgebracht hat, weil sie sein Leben zerstört haben. Und sein Sohn soll angeblich aus Deutschland gekommen sein und sich Rache an ihm, an den anderen vollziehen. Das stellt sich dann natürlich als Turkey heraus. Als Ente. Als Ente, ja. Interessant, dass es Turkey ist in den USA, aber eine Ente bei uns. Ah nein, Lame Duck ist es im Englischen. Ja. Ja. Jedenfalls wird dann der Kottan selber, weil der Knopfheini wird nämlich unter starken Schutz gestellt von der Polizei und die Polizei und er wird dann eben bedroht, der Kottan selber, dass er umgebracht wird. Ja, weil jetzt unser Mörder hat jetzt eine Anzeige in der Einheitszeitung in der Einheitszeitung geschalten, wo halt das Zimmer beschrieben wird und dann sagt der Kottan, das ist mein Zimmer. Ja. Mein Wohnzimmer ist ja, das. Und dann versucht er eben um die Uhrzeit dort zu sein. Genau. Und dann kommt das Beste, fast schon Sherlock Holmes Level auf von Gekonntheit vom Mörder selber. Naja, er übertölpelt alle. Er kommt an der ganzen Polizei vorbei, die den Kottan beschützen, sagt ihm, oh nein, es hat den Schrammel erwischt. Sie rennen ein Stockwerk nach oben und dann stellt sich heraus, dass der Polizist, der ihn gewarnt hat, gar kein Polizist ist, sondern... Der Knöpfelgeschäftsinhaber und Verkäufer. Ja, ein Twist, den ich nicht gesehen habe, aber sehen hätte müssen. Du? Ich habe ihn gesehen. Ja, das war für dich logisch. Ja. Okay. Man ist da. Du schaust aber auch wesentlich mehr Tatort als ich. Ja, das stimmt. Naja, und vor allem Rosenheim Cops, das kommt dem Kottan sehr nahe. Ja, okay. Das ist jedenfalls, bayerische Version. Jedenfalls wird ihm eben noch kurz erklärt von dem Knöpfelgeschäftsbesitzer, warum er das Ganze gemacht hat. Und wie? Im Endeffekt, das Motiv war Neid. Das war aber ein sehr seltenes Motiv. Also bis jetzt. Neid war aber jetzt eines der seltensten Sachen, ja, definitiv. Definitiv, weil, ja jedenfalls, und das führt dann eben dazu, dass dann der Kottan fast erschossen wird. Aber die Oma, die Mama vom Kottan, hat sich nach oben gestohlen, weil sie eine kranke Faszination mit Morden hat. Anscheinend wollte sie einfach den Schrammel tot sehen. Wirft eine Blumenvase gegen die Wand, der Typ dreht sich um und dann zieht sie ihm mit einem Buch voll einen über den Schädel und schlägt ihn damit K.O. Es ist ja nicht irgendein Buch, es ist ja das Buch, das hat ja sogar einen Namen. Von der Witzkowitz. Genau. Scherzowitz, Witzowitz. Irgend so ein abstruser Name.
glaube, Mörder der Geschichte oder sowas ähnliches. Die blutigsten Mörder der Geschichte oder so irgendwas. Blutflecken sind halt auf dem Buch drauf. Ja, halt ein idealer Titel, um jemanden zu erschlagen. Ja. Ja. Also, jedenfalls, das war der Fall. Der Fall ist gelöst. Die Morde. Wie haben dir die Morde gefallen, die einzelnen? Wie fandest du den ersten zum Beispiel? Den ersten Mord. Naja, er war. Der war, ging schnell vor, vonstatten, gell? Nicht so, dass das so lange ausgezahlt wird, wo man vielleicht noch sieht, dass es einen Mörder gibt und dass er und der andere ihn erkennt oder sonst irgendwas. Nein, boom, tot, fertig. Tot. Damit hat sich die Geschichte. Geht sehr schnell von dannen. Dafür, dass die erste Folge übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die nur 60 Minuten dauert. Das ist die erste von den 60-Minuten-Sendungen, was dazu führt, dass es halt alle spätestens nach 20 Minuten jeweils einen Mord gibt. Oder irgendeine andere. Es passiert was. Irgendwas. Es passiert dauernd was. Es ist sehr kondensiert. Das ist sehr anstrengend. Ja, es ist für mich zumindest ein absoluter. Es muss irgendwas passieren. Ja, es ist eine komplette Abwendung von dem bisherigen Kottern-Format, wo sie einfach umeinander dödeln für einige Zeit und Witze reißen, was auch lustig ist. Ja, aber dazu kommen wir ja noch. Dann der zweite Mord mit der Giftkapsel. Die finde ich aber lustig, ehrlich gesagt. Ich meine, sie ist für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz, weil... Der Mord selber war furchtbar gespielt. Ja, aber... Wie ein Holzpflock, der umfällt. Es hätte gleich... So viel Emotionen. Ja, das, weißt du, man nimmt einen Holzpflock, schnitzt ein Lächeln hinein oder ein paar Goldketteln rundherum und lässt den umfallen. Es hat ungefähr gleich viel Emotion gezeigt. Ja, Holzpflock hat noch dazu eine Perücke auf. Und ist sehr stark geschminkt. Aber das ist normal im Film. Und im Fernsehen. Das stimmt. Ja. Aber gibt's ja keinen Photoshop-Filter, den du drüber legen kannst. Jedenfalls. Zu kurz für meinen Geschmack, aber lustig. Ja, und der dritte Mord? Und der dritte Mord. Weil den fand ich cinematografisch spannend, weil sie es in Ego-Perspektive gefilmt haben. Und das ist ja schon der zweite, wo sie es mit der Nachttankstelle. Da haben sie es ja auch. Ja, aber da war es noch kein reiner Ego-Perspektiv-Mord. Hier war es von Anfang an, hat man nicht gesehen, wer es ist und wie sich die Person verhält. Naja, schon. Also in der Nachttankstelle schon. Da hast du ja mehrmals solche Szenen, wo aus der Ego-Perspektive, dann auch wie das Opfer reagiert, so, ne? Ja, okay. Ja, wohl. Hast recht. Ich habe immer recht. Aber trotzdem, der Witz am Schluss war noch ganz gut, weil er eben gesagt hat, mit der Medizin. Ja. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Segment, nämlich die Witze, die absolut solide waren diesmal. Wieder, wie immer sind die Witze 1A und sind auch heute noch zum Lachen. Also fangen wir an mit dem Slapstick, wie zum Beispiel dem Billardspielen am Anfang oder dass der Schrammel sich dauernd wehtut oder sonst irgendeine Dödelei macht. Das Motorrad. Aber sie haben nämlich sie haben quasi Easy Rider, den 69er Film, nachgemacht. Mhm. Und zwar der Cotton fährt vorne und hinter ihm sitzt dann eben mit dem goldenen Helm der Schrammel, der sich Footballhelm, der sich nicht anhalten möchte. Goldene Footballhelme sind außerdem die Farbe von den Steelers, glaube ich. Aber für die, es wird besser wissen. Bitte korrigieren oder einfach Google verwenden. Jedenfalls, was passiert ist, dass der Cotton dann über eine Bodenwelle... Davor sieht man ja noch das Bodenwelle-Schild. Und dann denkt man sich, man sieht jetzt nicht wirklich eine. Ja. Und dann zart den Schrammel auf. Voll auf. Also er fällt nach hinten, voll mit dem Hintern. Und der Cotton fährt einfach weiter. So, er hat ihn nicht gemerkt, dass er im Mund gekaut hat. Was dann jedenfalls dazu führt, dass er dann bei der Rückreise sich mit Handschellen bei ihm quasi am Cotton angurtet. Ja, genau. Anführungszeichen. Weil es anscheinend zu schwul ist, sich zu halten, ja. Obwohl zum Beispiel die ganzen Wasserhandballer sich auch gegenseitig angefasst haben. Jedenfalls, wie dem auch sei, dann draht ihn nicht um. Da eben, also als eben die Songs haben immer gut dazu gepasst und waren immer eine lustige
Untermalung von den jeweiligen Szenen, dann Dienst ist Krieg. Dass sie anscheinend Sagt aus das einem der Schra Schrammel? das sagt der Schrammel, weil das ist aus einem Schundroman, Krimiroman, den er liest und Na, anscheinend er dann am liest ihn, Schluss. also der Schrammel liest ihn, ja. Ja. Und dann auch noch seine Frau. Nein, nicht, also die Also Frau, nicht von, Cottons Frau. genau, Cotton, Cottons Frau Frau. Cotton, die liest ihn dann auch und dann fragt er ganz entsetzt, war der Schon Schrammel bei dir? really? Nein. Weil der Cotton hat ja immer noch die Angst, dass er Betrogen betrogen wird, wird. was verständlich ist. Er ist ja dauernd weg, bis spät in die Abends. Sie kann ihn nicht mehr wirklich Und vor leiden. allem, sie ist noch, er ist ja noch dazu der dritte Schauspieler, der den Adolf Cotton spielt. Genau, wir haben wieder eine Szene, wo Cotton schaut. Er schaut die zweite Genau. Folge Der Geburtstag. und beschwert sich, wie deppert nicht die Leute im Fernsehen sind. Also sagen wir so, er quasi Ja. beschimpft sich selber, wenn man es genau nimmt. Dann die grobe Misshandlung vom Deutschen am Anfang, Ja. der, um zu zeigen, wie deutscher nicht ist, eine deutsche Schwimmkappe und eine deutsche Badehose anhatte. Dann. Ist keine Badehose. Wie nennt man solche Sachen? Thongs? Nein. Nein, du meinst Speedos. Speedos, Ja, genau. ein schwarz, rot, Goldenen goldenen Speedo Speedo. und entsprechende Schwimmkappe. Ja. Dann eben, dann, dass die Mama eine extreme Sadistin ist oder Potenzial zu einer Sadistin ist. Die Mama vom Cotton ist nämlich fasziniert mit Mord, vor allem aus Genau. den 20er Jahren. Ja, wo zum Beispiel so, was waren das, Reiskörner? Also, Ja, dass man nein, in dem Re Rosshaare, nein, dass man Rosshaare auf Reiskörnern auffädelt, sie dann auseinanderschneidet Ja, und dann kocht. kocht und dann stirbt Ich man innerhalb in von 10 10 Minuten. Minuten und noch dazu dieser Tod, der ist sehr qualvoll. Und vor allem sie hat den klassischen Mord mit dem Eispickel. Das kam Genau. dann in Sherlock Holmes in der Neuverfilmung vor. Ja. Dass halt eben, dass man ja dann danach die Warum Tatwaffe nicht nicht mehr sieht. findet. Nein, vor allem wichtig sind. Also das auch, aber dass man Die die Fingerabdrücke Fingerabdrücke, nicht sieht, weil weil das sie sich, schmilzt ja. ja, weil sie sich aufgeregt hat, dass der erste Mord mit einem Messer passiert ist. Also, ja, ihr könnt's doch da Ja. so viel rausfinden. Ich meine, Blöd nur, dass das Messer aus Fingerabdrücke. Taiwan ist, Genau. anscheinend. Vor allem, es wird da nicht mehr wirklich darüber Nein, geredet. absolut nicht. Sie lassen Indizien, lassen sie stehen und vergessen sie einfach Ja, also anscheinend. nur der Schremser sagte, ja, das Messer ist halt da. Ja, das war's. Fertig. Ja. Es wird das Messer nicht mehr Dass der erwähnt. Pilch wieder reizbar ist. Genau. Sehr Ja, reizbar. so reizbar, dass er sich einen Kaffee beim neuen Kaffeeautomaten kaufen muss. Der jetzt das erste Mal auftaucht. Für die, die Cotton kennen, kennen sicher den Kaffeeautomaten, der den Pilch immer auf die eine oder andere Art verarscht. Also, wir reden hier von einer Ja. animatronischen Kaffeemaschine. Es ist kein Mensch oder so, es ist einfach nur eine Maschine. Und der Der Pilch Pilch, versucht immer also er schmeißt halt das Geld rein und es kommt halt nichts nichts raus. raus. Und dann haut er einmal dagegen und dann Haut er wann? immer einen Kaffeehäferl auf den Im Kopf. Kopf. Also die Maschine, der Ja, Pilch. und das passiert noch ein zweites Mal, was ihn dann ins Koma Na, sendet. das dritte Mal, da haut er dreimal drauf. Okay, dann, ja, aber es ist, Dritte Mal ist er ja, dann bewusstlos. genau. Also bewusstlos, Ich wie habe der mir Pilch halt aufgeschrieben, sein eben, ich kann. habe mir aufgeschrieben, Pilch ist reizbar, aber der Automat ist reizbarer. Ja, Sollten Sie draufschreiben. dann die verschiedenen Glocken von den verschiedenen, Genau, die Klingeln, die Haustürklingeln, verschiedenen Klingeln, die das eine sind Kirchenglocken, die anderen waren Wahlgeräusche? Wahlgeräusche? Irgendwelche Geräusche Ja, auf es jeden waren Fall. Geräusche. Ja. Dann, dass der Schrammel der schnellste Schnellste. Schießer im Dezernat ist. Genau, weil sie Sie halt. brechen ein. Ja, sie brechen die erste Wohnung vom ersten Opfer ein, um zu schauen, um sie im Dienst Indizien zu finden für Ja. irgendwas halt. Und da ist auf dem Plakat in der Tür Ist ein Cowboy. ein Cowboy, der auch gerade die Waffe gezogen hat. Der Schrammel schießt rein, Erschreckt, er schießt schießt und dreimal. dann Schnitt. Und dann sieht man einen Cowboy, der die Schulter nach unten gezogen hat. Tot ist. Tot. Ja, ein Toter. Das Plakat hat sich geändert. Das war Ja. Köstlich. großartig. Dann gleich dann noch, dass der Cotton oben ohne Fotos findet, die der Schrammel sofort sehen möchte. Und es waren dann nur die oben ohne Fotos vom ersten Opfer, Ja. wo er Zähne putzt. Ja, und nicht wirklich sexy Sie, ausschaut. ach, er Ja. sieht schon sexy aus.
Dann auch Hintergrundsachen wieder, die lustig sind. Das ja, eine Plakat, das wir gefunden haben. Genau, im Mathe-Dezernat. Ja, Vorsicht am Arbeitsplatz, damit die Krücke keine Chance hat. Wieder sicher eine Hommage an den lieben Schremser. Ja, der. Der ja einbeinig ist. Ja, was ich immer noch großartig finde. Dann dass der Schrammel als möglicher Posträuber. Genau, zum zweiten Mal. Weil identifiziert wird, festgenommen wird fast von der Polizei und dann freigelassen wird und dann sagt der Polizist, ich kann einen Posträuber auf 100 Meter erkennen, während im Hintergrund die Panzerknacke. Drei oder zwei Leute verkleidet als die Panzerknacke wieder in dasselbe Post dann reinbrechen. dann sagt der Kot dann, das ist kein Krimi, das ist ein Krimi, kein Katastrophenfilm. Dann finden wir heraus, dass der Cotton ein Drogenproblem anscheinend hat, weil er so viele Schlaftabletten und Tinkturen Nasentröpfchen und Augentröpfchen am Nachttisch stehen hat. Jo. Dann noch irgendwas, was dir eingefallen ist? Der Feldstecher vielleicht? Naja, weil sie ja im, was ist das? Das ist ja das Haus vom dritten Opfer, wo sie ja eigentlich beobachten, also ihn schützen sollen. Mhm. Und das Opfer begrüßt sie mit einer Schrotflinte und. Am Jagdgewehr. Genau, am Jagdgewehr. Ja. Und müssen Hände hoch, der Cotton zieht sein Makel raus und das Opfer nimmt dann sofort den Feldstecher und schaut aus 3 Meter Entfernung ob das echt ist. Ja. Von mir aus. Ja. Und man hört auch noch kurz das. Achso, ja genau, den Tarzan. Ja, man hört Tarzan. Warum auch immer. Ja, warum ich glaube, das lockt, war nur Ablenkung? Oder? Nein, das lockt, glaube ich, das dritte Opfer raus aus dem Haus. Der Tarzan, also weil er Jäger ist? Ja. Aber warum will der Jäger Tarzan jagen? Warum nicht? Weil er ein schönes Ausgestopftes... Ah, so stupid. Generell. Oder vielleicht war das damals irgendwas ein Insider, den wir nicht mehr verstehen. Vor allem, es sind ja auch so teilweise einfach so Witze, die gar nichts damit zu tun haben. Weder mit der Handlung noch sonst irgendwas. Ja, irgendwas. Zum Beispiel, es kommt im Schwimmbad kommt ein Mann vor, der komplett in weiß angezogen ist, mit weißem Anzug und weißem Hut. Und Frack, mit einem weißen Frack. Weißes Gelee, weiße Hose, weiße Schuhe, ja, alles in weiß. Ja, und geht einfach vorbei und... Das wird ein Ding gewesen sein wahrscheinlich damals. Vielleicht bei Matt, da gab es doch diese zwei Agenten, den schwarzen Agenten und den weißen Agenten. Du meinst Spy versus Spy. Genau. Ja, ich... Wir wissen es nicht. Ja, es ist sehr seltsam. Es kommt nämlich ein zweiter weiß gekleideter dann auch noch vor. Der im Gulli lebt. Also er lebt im Kanal. Ja, danke, Gulli. Komm schon. Wir sind hier in Österreich, bitte. Ja, Gulli. Komm schon. Gut, im Kanal lebt er. Und wo der obligatorische Obdachlose die dritte Leiche findet, der läuft genau in dem Moment an einer Molkerei vorbei und in dem Moment hebt... Ein Lager für die NÖM. Niederösterreichische... Milchproduktion. Ja, genau, richtig. Sehr cool. Ja, und am Boden liegen halt... NÖM-Becher. NÖM-Becher und Butter und so weiter und so fort. Und der Mann, der im Kanal lebt, der auch wieder komplett weiß angezogen ist, klaut sich einfach alles und nimmt es mit nach unten und verschwindet wieder ganz mysteriös. Es wäre so lustig, wenn die irgendwie noch woanders vorkommen würden oder in irgendeiner anderen Sendung wären. Das wäre super. Es war aber auch schon so ziemlich lustig. Mhm. Ja, das war irgendwie... Einfach mal seine Gegenwart war schon mal lustig genug. Ja, genau. Noch irgendwas, was dir einfällt? Was haben wir denn da noch? Es wird heftig umgeblättert. Glocken haben wir schon... Ich glaube, wir haben so ziemlich abgehandelt, das Ganze, oder? Genau, der Deutsche... Der nochmal den Cotton tritt, der was dann dadurch, dass er rauchen geht. Das mit 1907 meinst du das? Nein. Weil das war ziemlich lustig. Der Deutsche hebt den Zeigefinger und sagt,
den mitten ins Auge. Ja. Brennt auch, weil der Ja. Gott dann nach einem Feuer fragt. Ja. Und daraufhin ist er so entrüstet Dass von Gott er dann, dass er geht. gehen Ja, muss. genau. Ja, dann noch über das neue Format, eben die 60 Minuten, wir haben es schon kurz angesprochen. Es passt nicht ganz. Na. Dabei noch nicht. Vielleicht ist in den zukünftigen Folgen, wo sie auch wieder 60 Minuten Filme fahren, vielleicht passt es da besser. Wir Vielleicht wissen es noch nicht. passiert da nicht so viel. Oder sie tun es einfach umstellen, weil drei Morde in 60 Minuten ist schon sehr hart. Das ist schon eine sehr kondensierte Version von dem Kottern, den wir bis jetzt Ja, kennen. also alle Vielleicht 20 ist einfach Minuten auch passiert was. dem ORF das Budget ausgegangen und sie so, ja, wir können jetzt nicht mehr so lange filmen. Ja, eh, das war ja auch schon das Problem. Das hat ja eigentlich mit dem Resetarits angefangen, dass es, glaube ich, schon Probleme mit dem Budget gab. Und sie haben trotzdem aber noch Ja, irgendwie so, sie 12 haben sie, Folgen ja gemacht eben, oder die halt immer 13. schlechter geworden sind. Naja, das werden wir noch sehen. Das Angeblich. werden wir noch sehen. Der Film auf jeden Fall soll Müll sein. Also den schauen wir uns auf jeden Fall an. Weil, Aber zu mehr, ja, yeah, genau damit wir richtig. uns dann Dann 15 Minuten darüber aufregen aber können. Fazit: Würdest du Cotton weiterempfehlen? Ja, sicher, auf Würdest jeden du Fall. Cotton Leuten aus deiner Altersklasse weiterempfehlen? Das habe ich schon mehrmals. Teenager. Ja, Hast du schon habe ich mit schon. Erfolg? Nein, leider nicht. Wie sonst auch immer bei Ja. Sachen. Also, Weiß nicht. ich glaube, das gefällt nicht jedem, Es schätze ist ich, in meiner was Altersklasse. sehr Eigenes, aber es ist ja was sehr Ja, Österreichisches eben. auch. Also für jemanden, der in Wien aufgewachsen ist, Oh, absolut. mit Wiener, beziehungsweise mit Eltern, die schon relativ lange in Wien leben, Dann ist es absolut was mehr. dann ist es wirklich was, weil auch dann die Eltern, beziehungsweise Auch Erziehungsberechtigten, Zugraste. genau. Zugraste ist genauso wichtig, weil die haben dann einen Spiegel in die Vergangenheit. Genau. Eine Linse, durch die sie zwar verkrümmt, aber doch die Vergangenheit Wiens ein bisschen sehen. Genau. Ja, und würdest du die Folge nochmal anschauen? Vielleicht, ja, schon. Es gab schon einige Szenen, die Mit sehr unterhaltsam unterhaltsam waren. sind, ja. Vielleicht das nächste Mal mit Alkohol. Vielleicht, Schauen ja. wir mal. Es ist ja schließlich heute Sonntag und da wir diesmal Ja, etwas wir arbeiten am weit Tag des Herrn. Unglaublich, Schande über gell? Ja, uns. geht gar nicht, Wir ja. werden früher oder später alle In in die der Hölle Hölle schmonden, landen. ja. Aber das ist mal für eine andere Folge von Kottern. Vielleicht reist er ja selber in die Hölle. Ich hoffe, du bist bei einer zukünftigen Folge wieder dabei. Auf Auf jeden jeden Fall, Fall ja. beim großen Finale, wo ich versuche, möglichst alle Alle, oh Gott. Gästinnen und Gäste Gäste einzuladen. einzuladen und schaue, dass ich möglichst alle zusammenbekomme. Ich versuche auch, es jetzt so aufzustellen, dass es dann mit Video ist, die letzte Folge. Ja, damit man eine richtige Reaktion von den Leuten sieht. Na, aber wir werden noch Wir sehen. werden sehen, wir Ja, wir werden werden sehen. sehen. Und ich habe noch zuletzt, ich habe schließlich das Logo entworfen. Ja, Antonia, stimmt genau. Für die Leute, die es jetzt schon auf YouTube sehen, der Recording hat ja ein tolles neues Logo bekommen, das die Antonia gemacht hat. Den Schriftzug habe ich entworfen, auf Basis von der sechsten Folge vom Kottern. Ja, Jugendstilschrift, für alle, die es genau wissen wollen. richtig, genau. Aber es war sehr lieb von dir, dass du das gemacht hast. Kein Schaut sehr Problem. gut aus, Nachdem du gefällt mir. mich 5 oder 6 Mal in Ich den habe Arsch dich, getreten hast, damit ich ja, das endlich mache. aber es hat sich ausgezahlt. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart bei The Recottering. Antonio, ich hoffe, es hat dir Spaß Ja, gemacht. sicher. Es freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao! Ciao.